Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video und ihr habt es im Titel gelesen, es ist das letzte Video. In dem Fall das letzte Labervideo. Folge 43 wird also die letzte Folge in dieser Art und Weise sein, wie ihr sie hier von diesem Kanal kennt. Bedeutet auch, vor 43 Monaten habe ich mit diesem Format gestartet und habe jeden Monatsanfang ein solches Video gebracht. Wir haben uns da oft über Technik unterhalten. Ich habe euch erzählt, was mich so in den letzten Wochen bewegt hat und auf was ich mich in den kommenden Wochen freue und solche Dinge. Ich habe mich entschieden, dieses Format einzustellen beziehungsweise ruhen zu lassen. Es wird also nicht mehr jeden Monatsanfang ein solches Labervideo kommen. Die Gründe sind unterschiedlicher Natur, werde ich versuchen, jetzt im Laufe dieses Labervideos hier so ein bisschen zu erklären und ein bisschen näher zu bringen. Ich weiß, dass das viele nicht verstehen werden wieder, aber ist halt so, ist eine Entscheidung, die so gereift ist. Ist aber nicht die einzige Entscheidung, die wir in Bezug auf unseren YouTube-Kanal getroffen haben und dazu ebenfalls jetzt im Laufe des Labervideos noch ein bisschen mehr. Ja, Folge 43 wird also die letzte Labervideo-Folge sein, die zum monatlichen Rhythmus gehört. Es wird vielleicht dann irgendwann mal wieder ein Labervideo geben, was dann vielleicht die Nummer 44 haben wird oder wieder bei 1 anfängt oder es wird komplett anders heißen. Ich weiß es nicht, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich habe mich entschieden, das Format einzustellen, nicht mehr zu machen. Aus unterschiedlichen Gründen. Der Hauptgrund ist aber einfach der Faktor Zeit. Denn nicht nur das Thema Labervideo wird sich ändern, sondern allgemein wird sich auf dem Kanal ein bisschen was ändern, denn wir werden den Content wahrscheinlich extrem zurückfahren. Ich sage noch ganz bewusst wahrscheinlich, weil ich einfach nicht in die Zukunft schauen kann. Im Moment ist es aber so, dass mir persönlich einfach die Zeit fehlt und ich merke einfach auch, dass es für mich zu anstrengend wird, wöchentlich 2 Videos zu promoten, zu präsentieren und natürlich auch zu schneiden. Das gehört ja noch dazu. Ihr seht ja immer nur das fertige Ergebnis. Die Arbeit findet natürlich im Hintergrund statt. Im Normalfall produziere ich Videos immer 2 bis 3 Wochen im Voraus und das funktioniert auch nach wie vor. Aber meine eigentliche Freizeit wird immer weniger. Gründe dafür sind einfach, dass ich mir immer mehr Auszeit nehme. Also das heißt, ich mache Feierabend und setze mich dann eben nicht an den Rechner und schneide irgendwas oder setze mich nicht aufs Fahrrad und fahre nochmal los, um irgendwie eine Tour zu filmen und aufzunehmen, die ich euch dann wieder präsentieren kann. Sondern es ist oft so, dass ich einfach nach Hause komme, meine Kamera nehme, nochmal rausgehe, fotografiere, aber eben kein Video daraus entsteht. Oder ich nach Hause komme, meine PS5 einschalte und einfach 2 oder 3 Stunden spiele oder auch einfach mal nichts mache. Und es ist auch immer wieder jetzt so, dass einfach mal an einem Wochenende einfach mal nichts passiert, weil das Wetter schlecht ist, ich aber auch keine Lust habe, an den Rechner zu gehen und irgendwie Videos zu schneiden. Das ist auf jeden Fall mal der Hauptgrund, warum es erstmal keine Labervideos mehr in der gewohnten Form geben wird und ist auch der Grund dafür, dass es wohl relativ wahrscheinlich weniger Content geben wird auf dem Kanal. Das bedeutet, dass mittwochs nur noch unregelmäßig Videos kommen werden. Was wir versuchen wollen, ist weiterhin die Sonntagsvideos aufrechtzuerhalten. Obwohl das eigentlich genau falsch rum ist, denn die Videos am Mittwoch erzielen in der Regel ein höheres Interesse als die am Sonntag. Aber uns machen die Videos am Sonntag einfach viel, viel mehr Spaß. Und das ist das eigentlich, warum wir fotografieren und filmen genau für solche Videos. Auch wenn in dieser schnelllebigen Zeit und in dieser YouTube-Geschichte, wie sie aktuell ist, eigentlich kaum noch jemand sich die Zeit nimmt, solche Videos zu schauen. Ich bin natürlich nicht der, abgesehen von so einem Labervideo, der jetzt in so einem Ausflugsvideo, so nenne ich es jetzt einfach mal, 90% vor der Kamera steht und irgendwas erzählt. Das will ich nicht, ich vlogge nicht so gerne, das wisst ihr, ist kein Geheimnis, sondern ich erzähle vielleicht in einem 20-Minuten-Video vielleicht 3, 4 Minuten und die restliche Zeit, da sprechen quasi die Aufnahmen für sich.
oder zumindest versuche ich das, die Aufnahmen für sich sprechen zu lassen. Unterlege diese mit Musik und schneide diese, mache Color Grading, um Filme halt mittlerweile nicht mehr mit der GoPro oder sowas, sondern eben mit der FX30 und der A74 und hoffe einfach, dass man das sieht. Allerdings ist es eben halt einfach so, dass das kaum jemanden interessiert, weil sich keiner mehr die Zeit nimmt, solche Videos zu schauen. Die meisten Leute, die auf YouTube unterwegs sind, da ist es wahrscheinlich so, die möchten lieber Technik-Reviews sehen, Kochvideos, Comedy, also pure Unterhaltung und ja, Erklärvideos, Tutorials. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die sehr, sehr gefragt ist. Ja, das ist aber das, was ich nicht mehr anbieten möchte, nicht mehr machen möchte, in der gewohnten Form, wie es jetzt die letzten Jahre war. Beruflich hat sich bei mir einiges geändert, das habe ich ja schon mal angedeutet in einem Video. Ich habe vor anderthalb Jahren etwa die Position gewechselt, wurde dann da ein Jahr quasi eingearbeitet und seit Anfang des Jahres bin ich aber in dieser Position nur noch alleine. Wir waren davor zu zweit, jetzt mache ich das alles alleine und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe den Aufwand und alles, was dazugehört, dann doch ein Stück weit unterschätzt. Und ja, merke einfach, dass ich dann auch so ein bisschen an meine Grenzen komme, weil ich arbeite halt jeden Tag in der Firma 8 bis 9 Stunden, je nachdem, manchmal auch nur 5 oder 6. Dem Gleitzeitsystem sei Dank ist man da ein bisschen flexibel unterwegs, arbeite von Montag bis Freitag, wo viele sagen, ja, das hätte ich auch gern, ich muss auf Schichten und sonst irgendwas. Bei mir ist es einfach so, ich sitze da eigentlich fast den ganzen Tag am Computer, muss da arbeiten und wenn ich dann nach Hause komme, dann möchte ich nicht unbedingt noch den Rechner nochmal anmachen und noch ein Video weitermachen. Ich merke das einfach, das wird mir langsam alles zu viel und deswegen, ja, haue ich jetzt hier die Bremse rein. Meine Frau hat das dann auch gemerkt, dass ich unzufrieden war mit vielen Dingen dann einfach, auch wenn wir dann unterwegs sind und da hat mal irgendwas dann nicht so funktioniert, wie es sollte, wie man das erwartet. Ja, dann hat mich das massivst geärgert. Und ja, ich muss raus aus dieser Spirale, aus diesem Hamsterrad, wie man das so gerne nennt. Und genau das werden wir jetzt machen. Auch wenn die Sonntagsvideos sehr, sehr wenig Aufrufe erzielen im Verhältnis zur Abonnentenzahl, werden wir dieses Videoformat weitermachen. Werden versuchen, auch weiterhin jeden Sonntag ein solches Video zu bringen. Ob das klappen wird, weiß ich allerdings nicht. Mittwochs wird es nur noch unregelmäßig Videos geben, mal sehen in welcher Form. Ich habe auf jeden Fall die Tutorials zu DaVinci Resolve auf dem Schirm. Die Abstimmung, die ich da gestartet habe, die hat ja, ja mehr Teilnehmer gehabt teilweise, als unsere Videos geschaut werden mittlerweile. Und ja, das mache ich auf jeden Fall, weil ich da auch Lust zu habe. Und ich kann sagen, ich bin total glücklich mit DaVinci Resolve. Habe sogar beide Projektarbeiten oder mache beide Projektarbeiten in und auf DaVinci Resolve. Eine ist schon fertig und abgeschlossen. Und bei der zweiten bin ich jetzt so in der Mitte des Projekts quasi angekommen. Werde ich noch ungefähr eine Woche oder 2 Wochen brauchen und dann bin ich da durch. Das erste Projekt, was ich gemacht habe, das kam sehr, sehr gut an. Da habe ich mich sehr gefreut, auch mal ja, Lob direkt zu bekommen von einem Auftraggeber, so nenne ich es jetzt mal. Das tat schon mal ganz gut. Und ansonsten ja, habe ich Final Cut und Apple Motion mittlerweile komplett deinstalliert von meinem Mac. Also ich habe nur noch DaVinci Resolve und mache da alles. Und ich kann euch sagen, das Color Grading in DaVinci, das ist einfach allererste Sahne. Ich habe wieder so richtig viel Spaß am Videoschnitt. Eigentlich so, wie es damals unter Adobe Premiere war. Und ja, Final Cut, ich weiß, das ist eine super Software und da kann man super tolle Sachen mitmachen. Und ja, aber ich bin vom ersten Tag an mit der Software nicht warm geworden und ja, es hat mir einfach nicht so viel Freude gemacht, wie jetzt zum Beispiel DaVinci oder davor Premiere. Und deswegen der Wechsel und die Tutorials werden natürlich nach und nach kommen, aber ja, nicht in regelmäßigen Abständen und ich weiß auch noch nicht ab wann. Hab's aber auf dem Schirm. Ja, und ein weiterer Grund, und das habe ich ja schon im letzten Jahr eigentlich gesagt, als ich schon mal darüber nachgedacht habe, ganz mit YouTube aufzuhören, ist natürlich dieser ständige Hate, den ich hier ja, ertragen darf. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß natürlich, dass ich aufgrund meiner Art und meiner Meinung, zu der ich auch immer stehe, ich lasse mich gern belehren und eines Besseren belehren, aber ich habe immer meistens immer erst meinen Standpunkt und den vertrete ich auch.
Dass das nicht immer bei jedem gut ankommt, das ist mir natürlich klar und das weiß ich auch und verstehe ich auch. Aber ja, wenn ich mir neue Technik gekauft habe und habe die dann in die Kamera gehalten und musste dann von, ich sag mal, 40 Kommentaren 5 löschen, weil sie absolut unter die Gürtellinie gehen, musste dann, weil die Leute dann in anderen Videos weiter rumgestänkert haben, die Leute auch blockieren. Ja, das ist es mir einfach nicht wert, mir da meine Nerven aufzureiben und ja, mich mit solchen Dingen in meiner Freizeit für mein Hobby zu beschäftigen. Ich frage mich immer, was solche Leute bewegt. Wenn man nichts zu tun hat, weiß ich nicht, da muss man doch nicht anderen ihre Arbeit kaputt machen oder sonst irgendwie was. Und ja, wenn ich mir Dinge kaufe, dann kaufe ich sie mir. Ob das jetzt jedem passt oder nicht, ändert nichts daran, dass ich mir, weiß ich nicht, nächste Woche wieder was kaufe oder so. Das ändert ja nichts an meiner Einstellung. Und ich habe einfach Spaß an neuer Technik. Das wird sich auch nicht ändern. Ich habe aber in letzter Zeit auch Dinge gekauft, die ich dann schon gar nicht mehr präsentiert und gezeigt habe. Einfach, ja. Ich habe da keine Lust mehr zu. Es nervt einfach, es ist super anstrengend und ja, ich bin froh, dass es uns gut geht, dass wir uns so Wünsche und Träume erfüllen können, auch in Zeiten wie diesen. Ich weiß, dass das nicht bei jedem so ist und mir ist auch durchaus bewusst, dass es Leute gibt, die auch genau wie ich oder wie wir jeden früh aufstehen, auf Arbeit gehen und trotzdem kaum von ihrem Lohn, den sie bekommen, leben können. Aber ja, das ist bei uns Gott sei Dank nicht so und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich so eine Entwicklung noch erleben durfte und konnte und auch so viel Glück hatte. Das hat ja oft dann auch mit Glück zu tun, aber deswegen werde ich mich nicht rechtfertigen oder sonst irgendwas. Bei uns ist es eben halt so, dass wir uns Wünsche erfüllen können, wenn wir das möchten, dass wir uns auch kleine Träume erfüllen können. Es ist bei uns aber auch so, dass wir nicht einfach mal sagen können, komm, wir steigen in den Flieger und fliegen, keine Ahnung, irgendwo hin. Das ist bei uns eben nicht möglich. Zum einen natürlich fliege ich nicht so gern, das ist ja auch kein Geheimnis. Ja, ich mache das ab und zu mal, aber bin da nicht so der Fan von. Und das andere ist, dass es eben halt auch aus privaten organisatorischen Gründen bei uns auch einfach gar nicht möglich ist. Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass wir wenigstens einmal im Jahr für eine Woche mal woanders hin können, in Urlaub quasi oder 10 Tage. Und das funktioniert aber auch nur dank der Unterstützung unserer Familie, von meinen Eltern, meiner Schwiegermutter und von meiner Schwester. Ansonsten wäre das in dieser Form auch nicht möglich, was für uns aber auch in Ordnung wäre. Ansonsten ist es bei uns eben halt so, können wir halt nur in Anführungsstrichen Tagesausflüge machen. Das machen wir auch sehr oft, machen wir auch sehr regelmäßig und das sind ja die Touren, wo wir euch auch immer gern mitnehmen. Aber das wiederholt sich natürlich dann auch alles und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass die Videos eben ja nicht mehr den Zuspruch finden, wie es mal war. Das andere ist natürlich, die Leute nehmen sich einfach nicht die Zeit für solche Videos, weil eben alles viel zu schnelllebig geworden ist, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ja, wie gesagt, ich kann es auch ein Stück weit verstehen, dass die Leute dann sagen, wenn zum 28. Mal ein Video aus dem Wörlitzer Park kommt, dass man das dann eben nicht mehr schaut oder nur noch kurz anklickt, vielleicht noch einen Daumen nach oben da lässt, einen Kommentar schreibt, der eigentlich gar nicht zum Inhalt des Videos passt, so richtig, was man ja dann auch oft bemerkt. Und dann wieder weg ist. Das sieht man dann teilweise an der Watchtime, wobei ich sagen muss, bei den Sonntagsvideos ist es tatsächlich so, die Leute, die die Videos schauen, scheinen sie auch ja, wirklich komplett zu schauen. Also die Watchtime liegt da bei über 80%. Ich weiß nicht, wie das bei anderen YouTubern ist, das ist immer so ein Staatsgeheimnis, da erfährt man immer nicht viel. Ja, und die Like-Quote liegt bei diesen Videos bei 99,6%. Das heißt, ja, eigentlich alle oder fast alle Daumen sind da ganz nach oben. Und dafür, dass da teilweise nur 300 Leute schauen, da über 100 Likes zu bekommen, das heißt, jeden dritten hat dann das Video gefallen, der sich wirklich auf das Video eingelassen hat, der sich eben die Viertelstunde Zeit nimmt, so ein Video zu schauen, das spricht ja vielleicht auch ein bisschen für die Videos. Allerdings ist es einfach so, dass YouTube sagt, nö, die Videos, die ihr da macht, das interessiert keinen, das blenden wir nicht so oft ein. Und ja, dadurch ist die Reichweite sehr, sehr beschränkt. Und wenn man über 5000 Abonnenten hat und dann schauen 300 Leute ein Video, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann demotiviert mich das ein Stück weit. Nicht wegen YouTube-Einnahmen oder sonst was. Das hat damit wirklich nichts zu tun. Das ist mir völlig egal. Das ist für mich Taschengeld und sonst nichts. Darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern das ist einfach, ja, das zieht einen so ein bisschen in den Stecker, weil
ja, ihr seht das ja nicht oder wisst das nicht. Nur die Leute, die selber Content Creator sind, die können bewerten, was für Arbeit da in so einem Video drin steckt und wie viel Liebe zum Detail natürlich auch. Und dass dann da vielleicht auch mal Fehler drin sind, gehört dazu. Und da gibt es dann eben halt auch wieder Leute, die suchen eher nach den Fehlern, statt sich mit dem eigentlichen Video zu beschäftigen, was ich auch immer wieder ein bisschen schade finde. Aber ja, so ist die Zeit eben halt heutzutage leider. Ja, und deswegen das alles zusammen, der Faktor Zeit, ja, die geringere Reichweite, die wenigeren Aufrufe und dieser ständige Hate, ja, haben uns zusammen, also ich habe da lange mit meiner Frau drüber gesprochen und das ist auch nicht entstanden irgendwie von gestern auf heute oder so, sondern es ist wirklich ein Prozess. Mich hat das ja schon Mitte des letzten Jahres eigentlich beschäftigt, wo ich drüber nachgedacht habe, aufzuhören mit YouTube. Ja, wir haben lange drüber gesprochen, haben uns jetzt zu diesem Schritt entschieden. Also Labervideo wird wahrscheinlich komplett entfallen in der Form, wie ihr es kennt. Mittwochs wird es erheblich weniger Videos geben und ob wir es schaffen werden, weiterhin jeden Sonntag ein Video zu bringen, das kann ich euch nicht versprechen. Was ich empfehlen würde, ist, macht euch auf jeden Fall die Glocke an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, denn ich glaube einfach, durch den wenigeren Content, durch noch weniger Technik, die hier zu sehen sein wird, werden wir vom YouTube-Algorithmus über kurz oder lang vergessen werden. Denke ich einfach, befürchte ich einfach. Und dann bekommt ihr nicht mehr mit, wenn ihr die Glocke nicht aktiviert habt und viele Abos habt. Dann bekommt ihr nicht mehr mit, wenn ein Video online gegangen ist. Weil wir eben auch nicht mehr sagen können, das Video kommt, bam, jeden Mittwoch um 8, bam, jeden Sonntag um 8. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so sein oder zumindest erstmal eine ganze Zeit lang nicht mehr so sein. Ja, ich habe es schon gesagt, ob das jetzt hier der Anfang vom Ende ist oder eine Phase ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht bewerten, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe bis heute nach wie vor riesengroßen Spaß am Fotografieren, super viel Spaß am Filmen, mittlerweile vielleicht sogar noch mehr Spaß am Filmen als an der eigentlichen Fotografie und werde das auch weitermachen und vieles werde ich für mich einfach machen als Freizeitausgleich. Ich brauche einfach einen Ausgleich zu meinem Job, um mich da nicht auffressen zu lassen von der ganzen Maschinerie. Und ja, in meiner Freizeit möchte ich Spaß haben. Der wurde mir hier durch einige wenige Leute, das weiß ich selber, dass es nicht viele sind, es sind halt ein paar, wurde mir hier ein Stück weit genommen. Und zum anderen natürlich auch vom YouTube-Algorithmus, da mache ich gar kein Geheimnis draus. Ich bin ein bisschen enttäuscht über die Aufrufzahlen, über die Entwicklung des Kanals in den letzten Wochen und Monaten. Auch wenn ich wusste, als ich damals vor einem Jahr ungefähr war, das gesagt habe, ich mache weniger Technik und mehr so Ausflugvideos, dass das zurückgehen wird, war mir klar, dass es so einbricht, war mir nicht klar. Und ich fürchte, es wird jetzt noch schlimmer werden, dadurch, dass wir nicht mehr so regelmäßig zu sehen sein werden. Ich hoffe trotzdem, die Leute, die dieses Video geschaut haben hier, die Leute, die sonntags immer gern mit dabei sind, halten uns trotzdem die Treue, werden weiterhin Freude und Spaß an unseren Videos haben. Ich würde mir das sehr wünschen. Ansonsten habt ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit, euch im Forum anzumelden. Dort bin ich immer wieder unterwegs, auch nicht so viel, wie ich es gern würde, aber schon regelmäßig. Und auch auf Instagram könnt ihr mich, wenn irgendwas sein sollte, jederzeit erreichen. Der ein oder andere hat auch meine Telefonnummer. Ja, ihr kennt die Kanäle, ihr kennt die Wege. Ich soll euch von meiner Frau auch ganz, ganz lieb grüßen. Sie war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ihr das halt auch großen Spaß macht, was wir hier sonntags immer auf die Beine stellen für euch. Aber ja, sie hat es mittlerweile auch eingesehen oder selber gemerkt, dann so ist es eigentlich richtig, dass der Aufwand, der da dahinter steckt, weil sie sieht ja dann, wie viele Stunden ja, da ins Land gehen für so ein Video, ja, dass der Aufwand in keiner Relation steht im Moment. Vielleicht ändert sich das wieder, ich habe keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, werden unsere Sonntagsvideos so weitermachen wie bisher mit unserer Technik. Ansonsten, wenn es irgendwas zu berichten geben wird, wird es auch mal ein Video zwischendurch geben diesbezüglich. Und ja, das war das, was ich euch im letzten Labervideo hier auf diesem Kanal ja, in der Form, wie ihr sie kanntet, mitteilen wollte. Ich hoffe, ihr versteht uns ein Stück weit. Ich weiß, dass da auch viele wieder dabei sein werden, die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich habe auch ganz bewusst heute hier in dieses Video keine Kapitel eingesetzt. Ja,
einfach in der Hoffnung, der ein oder andere schaut sich das hier wirklich in aller Ruhe an und ja, reflektiert das ein bisschen. Vielleicht ist auch der ein oder andere von diesen Hatern mit dabei und schaut das mal. Also Glückwunsch an euch, ihr habt euer Ziel erreicht. Es geht rückwärts und ja, vielleicht ist das der Anfang vom Ende. Vielleicht auch nur eine Phase, ich weiß es nicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Morgen kommt auf jeden Fall ein Video. Das war schon hochgeladen, bevor ich dieses Video hier überhaupt aufgenommen habe. Von dem her ist das jetzt nicht so schwierig. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Ihr werdet sehen. Lasst gern euer Feedback unten in die Kommentare. Lasst es euch gut gehen, euch und euren Lieben. Und ja, genießt die Zeit. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.